Einst ein Hotel, heute ein Pflegeheim. Vormals eine Unterkunft für ausgewählte Tage, nun ein Zuhause für bis zu 65 Bewohner. Ein Lebensabend mit den Annehmlichkeiten eines Hotelbetriebs. Ein Zuhause in der Pommernmühle. Zuhause in der Pommernmühle ist unser Anspruch an die Pflege, die wir hier leisten wollen. Wir haben uns vorgenommen, nicht einfach nur ein Pflegeheim zu sein oder eine Seniorenresidenz, sondern wir sind in der Regel das letzte Zuhause, was die Bewohner hier bewohnen werden. Und mit Leben füllen wir das, indem wir alles tun, was die Bewohner gerne hätten. Und so war unser Anspruch, hier mit abwechslungsreichen Freizeitangeboten und Betreuungsangeboten sowie ausreichend Pflege den Bewohnern hier ihr Zuhause zu liefern. Und darum heißen wir Zuhause in der Pommernmühle. Nah an den Wiesen der Uecker gelegen, lädt das Umfeld zum Spazieren ein. Auch Ursula Bogumil schätzt die kleinen Ausflüge ins Grüne. Jahrelang betrieb sie eine Gastwirtschaft im Ort, ist fast schon eine stadtbekannte Persönlichkeit. Nach einer Wirbelsäulen-OP entschied sie sich für eine professionelle Betreuung, bezog ein Zimmer in der Pommernmühle. Ist ja alles hübsch hier, ne? Ist alles schön, das sind die anderen Häuser ja nicht. Hier ist alles grün und wenn man Wild sieht oder Rehe oder Fernsehen kann ich gucken, wann ich will. Und wenn man im Kopf klar ist, dann geht noch alles gut. Die Pommernmühle steht für umfangreiche Betreuung und Unterstützung bei größtmöglicher Eigenständigkeit. Wie einst im Hotel können sich die Bewohner ihre Mahlzeit am Frühstücksbuffet selbst zusammenstellen. Mittags hat die ehemalige Hotelküche einiges zu bieten. Ob ernährungsbewusste Speisen vom Diätkoch oder deftiger Braten, weil's einfach lecker ist. Hier wird ganz nach individuellem Bedürfnis zubereitet. Und wenn die Soße mal aufs Hemd gerät, hilft die eigene Wäscherei dabei, die Kleidung wieder weiß zu waschen. Manch eine Serviceleistung wird von einem der zahlreichen Azubis übernommen. Die Pommernmühle ist Ausbildungsbetrieb. Über 30 junge Menschen werden derzeit zur Pflegefachkraft ausgebildet. Wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst. Gerade hinsichtlich des Pflegepersonalmangels gehen wir davon aus, dass wir auch zukünftig, wenn wir noch anbauen, weiterhin Personal benötigen. Da wir aber wissen, dass der Mangel herrscht und wir unsere Personal nicht aus der Umgebung akquirieren können, sind wir Ausbildungsbetrieb geworden. Das machen wir auch schon seit 6, 7 Jahren zusammen mit dem ambulanten Pflegedienst, der mit uns in Kooperation und Verbindung steht, bilden wir aus. Momentan 15 Auszubildende im zweiten Lehrjahr und 17 Auszubildende im ersten Lehrjahr. Zahlreiche Angebote des ehemaligen Hotelbetriebs stehen auch den heutigen Bewohnern zur Verfügung. Etwa der großzügige Wellnessbereich samt eigenem Schwimmbad. Mario Riedl hat das Becken in den 2 Jahren seines Aufenthalts vielfach genutzt. Er wog bei seiner Ankunft 230 Kilo. Dank eines umfangreichen Diätprogramms und regelmäßigem Wassersport hat er über 100 Kilo abgenommen. Ich bin jetzt froh drüber, dass ich wieder ein ganz normales Leben haben kann. Also ich bin auf die Kollegen hier so stolz drauf, dass sie mir geholfen haben. Allein hätte ich das nicht geschafft. Eine Erfolgsgeschichte. Dort, wo Mario heute seine Runden dreht, sind oft auch Schulklassen und Sportvereine zu Gast. Die Pommernmühle arbeitet mit mehreren Kooperationspartnern zusammen, bringt so Abwechslung und neue Eindrücke ins Haus. Schriftsteller Michael Schmal kommt regelmäßig zur Vorlesestunde, weckt mit kleinen Geschichten Erinnerungen an die eigene Jugend. Übrigens verfügt die Pommernmühle über eine kleine Besonderheit. Angehörigen und Freunden der Bewohner steht bei einem Besuch neben der Mitbewirtung auch eine kleine Ferienwohnung zur Verfügung. Alles fast wie daheim. Eigenständigkeit mit dem Maß an Betreuung, wie es die jeweilige Lebenssituation verlangt. Ein neues Zuhause. Ein Zuhause in der Pommernmühle.